So, 3, 2, 1, willkommen zurück zu Harvest Live. Mal schauen, ob jetzt der Bug behoben ist, dass ich die Büsche nicht mehr ernten kann. Ich kann sie nicht mehr ernten, verdammt. Dann bin ich verdammt, Äpfel zu essen. Dann brauche ich wieder Holz. Zack. Ich brauche einen unendlichen Vorrat von Holz. Pam, pam, pam. Aber am meisten Geld hatte ich bis jetzt im Wald bekommen. Kann das sein? Vielleicht sollte ich nochmal in den Wald gehen und dort auf Schatzsuche gehen. Dass das Holz so schnell nachwächst, beziehungsweise die Bäume. Da, da, da. So. Auch der sieht mal hoch aus hier. Okay, weiter kommen wir hier nicht. Komm, einer muss noch was kaufen. Die Kühe Moon aber sind zufrieden. Glück gehabt. Die wollte mir noch wieder ausbüchsen. Ovi geht nach Hause. Ich werde noch schnell 1, 2, 3 Äpfel essen. Und schlafen wir auch eine Runde. Hopp. Da, 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 da. Eier. Die verkaufen wir noch schnell. So. Kühe sind zufrieden, das heißt, ich kann in den Wald. 14 Äpfel dabei. Komm, drehen wir noch immer alles. Glücksrad. Und stehen bleiben. Nein. Und 50 Gold. Hopp. So. Hoch mit uns in den Wald. Da, da, da. Diesmal bleiben wir auf der Seite. Laufen wir mal links entlang. Sollten wir uns nicht verirren. Oh. Pam. Pam. Gut. Und gleich die erste Truhe. So.
Na? Ups. Passt nicht. Links entlang. Oh, oh, oh. Er hat mich voll gewissen. So, ich sollte mal schnell was essen. Und damit ist unser Leben auch wieder fast voll. Und hier geht's nicht weiter. Schon der nächste. Und weiter geht's. Wenn jetzt hier oben mit der Lars steht, dann aber. Obwohl, komm. Brauchen wir Lebensenergie. Wow, wow, wow. Ich konnte die Beeren essen. Was ist da los? Große Truhe und eine kleine Truhe. Okay, diesmal ist nichts weiter hier. Aber warum kann ich jetzt hier drin wieder was essen? Habe ich sonst irgendwas falsch gemacht? Oh. Der Wolf, der zappelt. Wird wohl vom Gewitter kommen. Dass sich die Blitze in seinem Fell spiegeln. So. Tralalilala. Oh, hier geht's hier raus schon. Hopf. Oh, das ist jetzt meine andere Karte. Bleiben wir weiter hier unterwegs. Und da ist schon der nächste Wolf. Na komm. Wir wollten aber eh erstmal unten lang. Diesmal immer auf der rechten Seite entlang. So. Schauen, ob wir diesmal wieder einen Bären entdecken. Hopp. Wieder Geld. Hey. De 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 de
kommen. So, also diesmal funktioniert das Essen hier im Wald mit den Bären. Also mit den Bären am Strauch. Nicht mit dem einen Riesenbären, den wir letzte oder vorletzte Folge mal getroffen hatten. Warum verkauft immer noch 9 von 10? Bin aber davon überzeugt, dass das wirklich vom Wetter abhängig ist. Weil jetzt sich wirklich niemand auf die Straße traut und in meine Farm laufen möchte. So. Wieder nichts. Da. So. Ich habe die Vermutung, dass wir dann bald nach Hause laufen müssen. Dass wir hier nicht in der Prärie einfach so einschlafen, weil wir todmüde sind. Oh, dann geht es doch noch ein Stückchen weiter. Und dann nächster, hopp. Nam nam nam. Lecker Himbeeren. Wow, wow, wow. So. Auch nichts. So, dann geht's jetzt nach Hause. So, hier ist das Wasser, jawohl. Unsere Müdigkeitsanzeige ist schon wieder auf Rot gerutscht. Von daher ist wohl eine gute Idee, wenn... Hallo! Bist du wieder... Ach ne, Anna, Anna. Was macht die Farm? Hast du Schweine? Nein, habe ich nicht. Hast du heute die Zeitung gelesen? Nein, heute glaube ich nicht. Habe ich heute Dingsrad gedreht? Nein, ich glaube auch nicht. Hopp. Jawohl, nochmal Pralinen. So, jetzt muss ich es doch schaffen, irgendjemandem ein paar Pralinen zu schenken. Nein, das gibt's nicht. So. Hallo. Okay. Kleinen Hacken, ja, ja. Ihr seid doch Zwillinge. Gebt es zu. Jawohl, endlich. Wenn die Konvention nicht erfüllt, werden sie unzufrieden. Das sind kleine Geschenke. Würde ich gerne machen, aber
Ich weiß nicht wie. Kann ich irgendwie umschalten? Nein. Holzäpfel. Ich nehme hier ein bisschen Holz mit. Quatsch, Wasser mit. Obi ist auch nicht da. Dafür können wir jetzt Möhrchen ernten. Da es regnet. Quatsch, so. Einlagern, Äpfel einlagern. Kohl ab. Kohl. Kürbisdicht lasse ich mal noch wachsen, bis die anderen Kürbisse auch soweit sind. Einlagern. Mal 10 Äpfel raus. So, und 3 Uhr nachts, wir sollten schlafen. So, 8 Uhr, komm, das reicht. 9.15 Uhr. Das ist schon irre lange geschlafen. Hallo! Waren verkaufen, wieder mal 10 Karottenpflanzen. Feld bewässern. Ah, Karottenpflanzen. Habe ich doch erst gemacht. Na gut. Dann muss ich wohl Karotten pflanzen. Achso, das passt ja, dass ich das dann immer gleich noch bewässern kann. Dann hätten wir Karotten. Quatsch, Kürbisse. Hallo, bist du der Postbote? Hallo, Peter. Wie kann ich dir ein Geschenk geben? Hallo, Peter. Fuck. So, Hühnchen, du bekommst Futter, du auch. So. Gislinde. Na, wie lebt das? Ich beneide dich hier, ja. Ah, nur ein wenig. Oh Gott, ich hab Hunger. Die zwei. So. Jetzt müssen wir schnell die Kühe füttern. Wasser. So. Wow, das war knapp. Hallo Wasser, wie macht deine Farm? Hast du Schweine? Nein! Wie oft soll ich das noch sagen? Kleine Geschenke? Ja, ich würde das gerne machen. Aber es geht einfach nicht. Die wollen mich ärgern. Habe ich direkt gemerkt. Brauche wieder mal eine Möhre. So. Damit ich neues Futter machen kann. So. Habe ich nicht gerade einen rausgenommen? Pam. So. Entnehmen. Zack.
So, und damit machen wir erstmal wieder eine kleine Pause. Ich sag tschüss und ciao, bis zum